Hallo, ihr Hübschen. Wieder einmal 1000 Fragen an dich selbst, also an mich. Die nächsten 20 Fragen für dieses Video kommen jetzt. Und natürlich gibt es da unten einige YouTuber, die diese Kooperation mitmachen, weil es eine Kooperation ist. Dürft ihr euch diese gerne auch anschauen, wenn ihr es euch anschauen möchtet. Ich bin jetzt bei der Frage 271. Denkst du intensiv genug über das Leben nach? Ja, ich denke schon und ich denke auch, dass ich zu viel und zu oft über ein, oder besser gesagt, mein Leben nachdenke. 272. Fühlst du dich manchen Leuten gegenüber sehr unsicher? Es kommt auch drauf an, welche Leute und welcher Mensch vor mir steht. Dann vielleicht schon, andererseits eher weniger, weil ich gehe das ja mit mir selber durch, ob ich dann sicher bin oder unsicher. 273. Bist du autoritätsgläubig? Kann man auch sehen, wie man möchte. Ja, nein, vielleicht, zwischendurch, wie auch immer. 274. Bist du gerne alleine? Nein, denn, aber ich bin auf jeden Fall gerne mit meinem Schatzi zusammen. Und ja, ansonsten gibt es da auch nichts mehr zu sagen dazu. 275. Welche eigenen Interesse hast du durchgesetzt? Die Musik, meine Webseiten, die ich gerne mache und das Fotografieren. Ja. 276. Welchen guten Zweck förderst du? Ich fördere einige gute Zwecke sehr gerne, die auch bei mir eine eigene Webseite haben. Kann ich euch gerne verlinken, aber ich glaube, das lassen wir hier bleiben. Auf jeden Fall, wenn es für mich einen guten Zweck gibt und wenn ich da mein Herz und meine Seele für spricht, dann unterstütze ich das. Entweder mit Webseiten, Werbung oder Werbung im Radio oder Werbung wo auch immer. Oder ich gehe auf die Straße und werbe dafür oder mache halt, sammle Gelder oder wie auch immer. Das habe ich schon alles gemacht für einige gute Zwecke. 277. Wie sieht dein Traumhaus aus? Ja, darüber habe ich letztens auch nachgedacht. Also eigentlich möchte ich so ein Haus haben, das pink ist. Ja, das ist ganz pink gestrichen und dass die Fensterränder so blaue, also so einen blauen Rand haben. So einen hell himmelblau Rand. Es könnte auch ein hellblaues Haus sein mit pinken Rand, Umrandung der Fenster. Oder es sind halt mehrere Varianten, die mir durch den Kopf gingen. Ein weißes Haus mit blauem Dach. Naja, so wäre das für mich ein Traumhaus. 278. Machst du leicht Versprechungen? Nein, aber wenn ich was verspreche, dann halte ich es auch immer. Es dauert vielleicht zwischendurch ein paar Tage, Wochen, Monate oder Jahre, aber es wird schon dann. 279. Wie weit gehst du für Geld? einfach zur Arbeit halt dann, ne? 280. Bist du häufig eigensinnig, auch wenn es zu deinem Nachteil ist? Ja, kann man sagen, zwischendurch vielleicht. 281 meine ich. Malst du oft den Teufel an die Wand? Nein, sonst werden meine Wände eher schwarz statt bunt. 282. Was schiebst du zu häufig auf? Den kleinen Haushalt, das Spülen und das Waschen der Waschmaschine. Ansonsten sauge ich ja gerne. 283. Sind Tiere genauso wichtig wie Menschen? Ja. 284. Bist du dir deiner selbst bewusst? Ja. 285. Was war ein unvergesslicher Tag für dich? Dieser vielleicht? Ich könnte auch sagen, der unvergessliche Tag für mich war der,
wo ich meinen Schatzi ein super schönes, tolles Geburtstagsgeschenk gemacht habe, worüber er sich gefreut hat. 286. Was wagst du dir nicht einzugestehen? Keine Frage, keine Ahnung. 287. Bei welcher Filmszene musstest du weinen? Bei einer Filmszene von Ostwind. Da musste ich weinen. Eigentlich weine ich öfters bei irgendwelchen Filmszenen, die sehr traurig sind. Und ich möchte mal sagen, zwischendurch, das war aber nur in der ersten Schwangerschaft, da habe ich echt geweint bei den Filmszenen von schwangeren Frauen und werdende Mütter, wie auch immer. Da habe ich die ganze Zeit geheult, warum auch immer. Es war halt so. Und ich wusste aber auch nicht, dass ich schwanger war. Naja. 288. Welche gute Idee hattest du zuletzt? Ich habe so viele gute Ideen, dass ich gar nicht mal sagen kann, welche gute Idee ich zuletzt hatte. 289. Welche Geschichten würdest du gerne mit der ganzen Welt teilen? Meine Wunscherfüllungsgeschichten würde ich mit euch allen gerne teilen, weil ich denke, dass es euch auch vielleicht inspiriert und ein bisschen hilft, wenn ihr dann eure Wünsche erfüllt, wie auch immer, oder zu euren Wünschen findet. So viel dazu. 290. Verzeihst du anderen Menschen leicht? Ja. Aber diese Leichtigkeit des Verzeihen der anderen Menschen braucht auch ein bisschen Zeit. Trotz alledem kann ich sagen, dass ich gerne Menschen auch verzeihe, wenn sie mir natürlich auch verzeihen. Das ist auch so eine Sache. Aber andererseits verzeihe ich mir dabei auch. Also das ist immer so eine Sache, dass ich dann mir dann erstmal verzeihe und dann den Menschen auch. Weil es hat ja immer was mit Zweisamkeit zu tun, was dann auch immer passiert ist, um einen anderen zu verzeihen. So viel dazu. Das waren jetzt wieder die nächsten 20 Fragen und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Lasst es euch noch gut gehen. Bis zum nächsten Video.